Herr Wittwer, dafür, dass Sie heute das Spitzenspiel gewonnen haben, sehen Sie etwas unzufrieden aus? Nein, ich bin nicht, sehe vielleicht nicht unzufrieden aus, weil es noch ein bisschen angespannt nach dem Spiel. So kurz nach dem Abpfiff bei so einem Spielverlauf, der natürlich alles hergegeben hat, da ist man halt doch noch ein bisschen angespannt. Das fällt jetzt nicht gleich in den nächsten 10 oder 15 Minuten von einem ab. Also ich bin zufrieden, ich bin hochzufrieden, so wie sich die Mannschaft präsentiert hat, so wie sie sich dazwischen gehauen hat, in die Zweikämpfe gegangen ist, sein Tempo heute mit dem Gegner aufgenommen hat. Und wir haben ja nicht, wie gesagt, gegen irgendjemanden gespielt. Die sind mit uns auf Augenhöhe, das sieht man tabellarisch vor dem Spiel. Und so war es dann auch im Spiel. Es gab viele umstrittene Szenen heute. Möchten Sie vielleicht ein paar oder die stärksten rauspicken und diese kommentieren? Nee, wir brauchen nicht groß was rausbringen. Ich will mal so sagen, es war wichtig, dass ein Schiedsrichter heute hier war, der Erfahrung hat, der höherklassig pfeift. Weil, wie gesagt, in so einem Spitzenspiel, da passieren immer solche Dinge, da geht es um Kleinigkeiten, da will jeder gewinnen. Und wie gesagt, da ist wichtig, dass ein Schiedsrichter da ist, der die Ruhe behält. Und das hat man ja auch gesehen, es waren die eine oder andere Aktion, wo ein Schiedsrichter vielleicht sonst mal eine rote Karte gegeben hat. Er hat es heute belassen bei der einen oder anderen Aktion mit Gelb. Und das sieht man halt schon, dass ein Schiri da doch auf höherem Niveau unterwegs ist. Also deshalb mal ein Riesenkompliment an den Schiedsrichter, so wie er das Spiel über die Bühne gebracht hat. Die strittigen Situationen, das passiert in einer Saison. Einmal ist man vielleicht begünstigt, einmal ist man benachteiligt. Wie gesagt, keiner auf diesem Platz von den Zuschauern, von den Trainern, von den Spielern kann sagen, ob der Ball drin war. Der Linienrichter hat die Sicht gehabt. Er ist sofort zur Mittellinie gelaufen. Dahin war es ein Tor für ihn. Und von daher brauchen wir da nicht diskutieren. Es gab zwei klare Elfmeter auf beiden Seiten. Die sind auch gepfiffen worden. Also für mich gab es enge Situationen, aber es gab keine spielentscheidend gravierenden Situationen, wo man dem Schiedsrichter irgendwas nachsagen kann. Ich bin sicher, dass Sie denken, dass der Sieg verdient war. Was war der Schlüssel zum Sieg? Ja, erstens war mal der Schlüssel zum Sieg, dass wir ein bisschen umgestellt haben. Wir haben da zwar uns nach, ein bisschen nach dem Gegner schon gerichtet, aber wir haben trotzdem durch das mehr Sicherheit in unseren Aktionen gehabt. Wir haben über das ganze Spiel fast so gut wie gar nicht zugelassen. Das war in den letzten Spielen gegen schwächere Gegner nicht der Fall. Wir haben die Ulmer Stärken, die haben wir gekannt, darauf haben wir reagiert und haben darüber hinaus, fand ich dann nach 20 Minuten das Spiel auch besser im Griff gehabt, haben die über 90 Minuten die klareren Torchancen gehabt und deshalb ist für mich der Sieg um ein Tor voll verdient. Für Sie geht es jetzt kommende Woche Schlag auf Schlag weiter. Mittwoch Pokalspiel gegen Neckar Elz und danach KSC 2 in der Oberliga BW. Was wären das für Spiele? Ja klar, das ist es gibt die gleichen Spiele wie heute. Neckar Elz ist ein höherklassiger Gegner, der hierher kommt, der ins Endspiel will, der in den DFB-Pokal will. Wir wollen in den DFB-Pokal, wir sind Außenseiter, sind eine Klasse tiefer, aber wir werden uns genauso dazwischen hauen, wie wir es heute gemacht haben. Und am Sonntag spielen wir gegen den Tabellenvierten aus der Liga in Karlsruher Wildpark. Das ist auch eine gute Mannschaft, eine spielstarke Mannschaft, die wird uns auch alles abverlangen und daher müssen wir genauso agieren wie heute, um was Zählbares zu holen. Weil, wie gesagt, wir sind noch nicht durch. Wir haben zwar das Spiel heute gewonnen, wir können uns freuen, aber es sind noch so viele Spiele und da kann noch viel passieren. Herr Wittwer, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Jo, danke.